Ich darf schon mal herzlich willkommen sagen zur Sonderausgabe des BVB Quiz Taxi. Das Trainer BVB Quiz Taxi sozusagen. Ihr lauft natürlich ähnlich wie in der Bundesliga ohne Konkurrenz. Ne? Also, sehr gut. Das ist sehr gut. Angeschnallt seid ihr, das muss ich immer kontrollieren. Das muss sein. Die Schnürsenkel sind auch zu. Derby-Sieger. Ah, ja. Wir sind schon wach. Früher morgen. Sehr gut. Erster Punkt. Wer aus dem Team hat in der Hinrunde, wenn man es auf 90 Minuten rechnet, im Durchschnitt die meisten Kilometer pro Spiel abgespult? War es Mo Dahoud oder war es Thomas Delaney? Ich denke Dahoud. Dahoud. Ja. Relativ klare Antwort. Und der nächste Punkt, das ist richtig, 13,06 Kilometer pro 90 Minuten. Wir kommen zur nächsten Rubrik und jetzt wird es ein bisschen lauter, ein bisschen zum Aufwecken und vor allen Dingen wird es meiner Meinung nach lustig. Wir hören Nobby, unseren unverwechselbaren Nobby im Netradio. Er kommentiert Tore, die gefallen sind und ich möchte hören, um welches Tor und gegen welchen Gegner. Bitte. Über die rechte Seite. Paco Alcázar. 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 Ja! Bayern. Ja! Bayern wir München. Führen! Wir führen! Paco Alcázar! Das ist so ja. Geil! Ich drehe hier durch! Ich denke, es ist 3-2 gegen Bayern. Absolut korrekt. Und damit der nächste Punkt. War auch für Nobby anscheinend ein ganz besonderes Tor. Ich glaube, für uns alle. Aber unverkennbar ist Nobby, glaube ich, der sich meistens am meisten freut über die Tore unserer Mannschaft. Jetzt über die linke Seite. Marco Reus mit schnellen Schritten. Marco Reus ist im 16er. Bringt den Ball auf Mario Götze. Sancho. Sancho. Tor! Sancho! Tor! 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 42. Der Typ ist einfach nur geil. Ja. Was für ein geiler Zocker. 42. Minute. Jadon Sancho! Und? Eine Vermutung? Ja, es müsste 2-1 gegen Gladbach sein. 2-1 gegen Gladbach? 42. Minute? 1. Moment. Wir haben gespielt. Nein, es ist Reus, Götze. Ja. Und Sancho. Oder? Genau. Es war so. Ja. Es war 1-0 gegen Gladbach. Absolut korrekt. Ja, klar, das ist 1-0. Ja? Wer aus dem Team hatte in der Hinrunde die beste Passquote? Jule Weigl oder ist es Ömer Toprak? Ja, ich denke, Ömer, weil er noch weniger gespielt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Pässe besser waren. Ja, wir sagen Ömer. Ömer ist eingeloggt und das ist absolut korrekt. Ömer Toprak mit 96,8% Passquote. Ist schon ein Brett. Wir kommen zu Clip Nummer 3. Wird ein bisschen schwieriger, meiner Meinung nach, jetzt. Marco Reus. Ruth Larsen wieder auf Marco Reus. Tor! Traumtor! 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 In der 58. Keiner kann man die Hütten nicht mehr machen. Überragend! Marco Reus! Gegen Nürnberg. Der Gegner stimmt schon mal. Ja. Das Tor war ein Heimspiel. Wir haben auf die gelbe Wand gespielt. So viel kann ich sagen. Derby-Sieger. Ah. Richtig, extra Punkt. Es war zweiter Halbzeit, 58. Es war 3-0. 3-0. 3 oder 4? 4-0. 4-0. Absolut korrekt. 4-0 gegen Nürnberg. Marco Reus. Und den extra Punkt haben wir auch notiert. So, wie viele Nationalitäten haben wir aktuell im Kader? Sind es A11, B14 oder C17? Aber wenn wir die Torhüter nehmen, wir haben 2 Schweizer. Das also ist eine Nationalität. Schweiz, ja. Also Schweiz-Deutsch. Schweiz, ah, ja, nein. Schweiz-Deutsch. Schweiz-Deutsch. Türken. Türkei. Spanisch. Spanisch. Polen. Polnisch. Dänisch. 6. Englisch. Amerikanisch 11. Amerikanisch. Japanisch 12. Japanisch. Portugiesisch 13. Also viel mehr können wir nicht haben, deshalb würde ich sagen, es ist 14. Das ist 14, logisch. Also Antwort B, 14. Absolut korrekt. Ich wollte euch noch einen Tipp geben, aber ihr habt es auch so gelöst. Marokko, da hapert es bei vielen. Deswegen rede ich da immer gern drüber, dass sie da Couscous essen, keine Currywurst. Derby-Sieger. Ah. Ja.
Aber ein bisschen Couscous und Currywurst war ein bisschen sehr billig. Ja, ich helfe den Spielern, habe ich auch ein bisschen geholfen. Das muss sein. Wer aus dem Team hatte in der Hinrunde den schnellsten Sprint? War es Manuel Akanji oder war es Hakimi? Ich denke Hakimi. Ich meine, ich hätte mal einen sehr hohen Wert von Akanji gelesen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich habe keinen Vergleich zu Akanji. Ja, Akanji ist schnell auch. Sehr schnell. Schön für uns, oder? Dass wir so viele Raketen haben quasi. Ja. Du musst das entscheiden. Du bist der Chef, du musst entscheiden. Hakimi. Sagen Hakimi. Und auch das ist natürlich korrekt. Rakete Hakimi. Also laut unseren Daten 34,67. Beide schnell genug. Beide schnell genug. So, jetzt schauen wir ein bisschen auf die iPads. Denn jetzt gibt es drei Bilder aus Stadien der Hinrunde. Das sind Auswärtsstadien. Und zwar möchte ich wissen, um welche Auswärtskabine handelt es sich? Ja, Full, oder? Wir haben eine extra Kabine immer. Das ist. Und die Farben sagen natürlich auch oft ein bisschen was. Ja, klar. Schalke. Schalke? Ja, hier geht's raus, da ist die Wand. Wer sagt Schalke? Schalke ist korrekt. Ich brauche allerdings alle drei für den Punkt. Ja? Es ist immer auswärts. Ja, ja, es sind immer Auswärtskabinen. Ja. Ja, zu Hause wäre ja zu einfach. Also die, nein, nein, die so nicht. Ja, ja, ja. Also Bild Nummer zwei. Auch hier wieder, Farben sind immer ein Indiz. Aber ich glaube, es ist Wolfsburg. Aber nur so ein Teil. Wolfsburg ist schöner, als es hier auf dem Bild aussieht, finde ich. Hier steht genau das Gleiche noch. Das steht in der Mitte. Ja, ich sage Wolfsburg. Wolfsburg? Ja. Korrekt. Bild Nummer zwei ist die Kabine von Wolfsburg. Es war ein schwerer Ausschnitt. Du bist ein King. Für mich ist der nächste Ausschnitt der schwerste. Ich war als Spieler in dieser Kabine nie. Mainz haben wir gespielt. Stuttgart. Stuttgart haben wir gespielt. Stuttgart ist es nicht. Stuttgart ist enger. Wir sagen Mainz. Absolut korrekt. Der nächste Punkt, das ist die Auswärtskabine von Mainz 05. Genau. Jetzt kommt die Lieblingsrubrik und auch die abschließende. Also wenn ihr die jetzt auch noch holt, haben wir dann perfekte Runde dann? Das wäre ja der Hammer. Letzte Rubrik heißt, merkt ihr das? Ihr bekommt eine Box, ihr habt 20 Sekunden Zeit. Na, noch nicht gucken, Trainer. Nicht schummeln. 20 Sekunden Zeit, euch die Utensilien einzuprägen, zu merken. Dann Deckel wieder zu und ihr sagt mir sofort, welche Sachen drin waren. Es ist für die Alte, die sind schon nicht weit von Alzheimer. Ich denke, jetzt wird es peinlich. Ja, jetzt mal gucken. Peinlich. Bisher war es überragend. Das Zentimeter. Das ist noch 10, 0, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Deckel bitte wieder drauf. Eine Tasse. Ja. Eine Zahnbürste. Hm? Ein Wagen. Ja. Ein Geodreieck. Ja. Ein Uhr. Ja. Ein Maßband. Richtig. Ja. Ein Thermometer. Ja. Die Flamme? Zwei brauchen wir noch. Eine Ente. Nein, nennt man das? Ein Jojo? Oder war das das Maßband? Korrekt. Nee, ein Jojo. Ein Jojo. Alle neuen Utensilien. Alle neuen Rubriken positiv abgeschlossen, alle Extrapunkte. Ihr habt auch einfache Fragen gemacht als bei den Spielern. Gewonnen haben Schmelle und Pichu mit 11, aber. Ja, gut, außer Konkurrenz, aber die Besten. Aber man kann es den Spielern natürlich schön aufs Brot schmieren. Herzlichen Glückwunsch. Das werden wir tun. Vielen Dank. 11,50 Euro. 11 Euro, du hast das Geld.